Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Fahrt hier im TSW 3 und zwar mit dem Dosto Steuerwagen auf Dresden-Chemnitz. Und das Ganze ist auch eine Mod-Vorstellung. Es geht nämlich um einen Soundmod von meinem guten Freund, dem Justus, für die Doppelstockwagen bzw. den Doppelstock-Steuerwagen der Dresden-Chemnitz-Strecke, der damit halt mitgeliefert wird. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und hören uns das Ganze in Ruhe an. So. Einmal in die Richtungswende rein, Türen auf. So, schön chaotisch. So, jetzt haben wir alles einmal durchgeprüft. Bremsschlüssel auf an. Und wenn wir die Bremsen anziehen, haben wir, glaube ich, auch auf jeden Fall neue Sounds. Legen mal hier die direkte Bremse an. So, Türen können wir sogar schon schließen. Dann einmal die Sicherungssysteme an. SIFA lassen wir aus. Instrumentenbeleuchtung ist an. Pultbeleuchtung brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben vorne dreimal weiß und hinten an der Lok haben wir zweimal rot. Oberleitungsstrom ist an. Das heißt also, wir können die Bremse lösen, Ziel ist Tarant und wir fahren ab, geschoben von der 143 und wir hören einfach mal erstmal hin. So, wir sind in der Überwachung, da vorne kommt ein Intercity reingebraust. Wir dürfen ausfahren mit 40, befreien uns entsprechend. Neuer PZB-Sound. Außen. Ja, sieht doch hübsch aus, oder? Hört sich auch auf jeden Fall sehr gut an. Nächster Halt ist dann in 2,2 Kilometern Dresden-Plauen. Ein bisschen die E-Bremse rein. Der Link zur Mod ist in der Videobeschreibung. So, wir wollen jetzt nicht zu schnell werden, es geht nämlich ein bisschen bergab. Ui, das Horn ist aber ordentlich laut. Das bläst einem ja das Ohr weg. Wo war denn noch gleich? Ah, okay, bisschen erstmal die Leistung aufschalten. Machen wir uns doch vielleicht die Pultbeleuchtung an. So. Huch. Habt ihr das auch gerade gesehen? Da, wir sind so schnell. Bisschen reinbremsen. Da standen gerade Leute. Hier noch ein Taurus, der VVO. So, und jetzt dürfen wir 70 fahren. AFB haben wir natürlich nicht. Funktioniert die Uhr eigentlich hier? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Da rollen wir vorbei. Können mal das Fenster aufmachen. Und hören hier auf jeden Fall echt schöne Rollsounds. Das gefällt einem wirklich sehr. So, und wir müssen zuschauen, dass wir jetzt aufs, nicht aus, sondern anhalten. Aushalten nicht. Ja, so anhalten. Lassen wir erstmal ein bisschen rollen, damit wir mit 60 ungefähr am Bahnsteigsanfang sind. Oh, wir haben noch ein bisschen
Bisschen Weg haben wir noch vor uns. Wollen jetzt auch nicht trödeln. Versuchen noch die 60 zu halten. So, einmal noch kurz Leistung rein und Leistung raus. Leistung wird abgeschaltet und wir fangen an zu bremsen. Wir sind kein besonders langer Zug. Haben sehr gute Bremseigenschaften. Und bleiben jetzt hier mal stehen. Sehr schön, wie das klingt. Hier unterwegs in der S3. Viel los hier in Dresden-Plauen. Ja, auf der Strecke Dresden-Chemnitz unterwegs. Wir sind in dem Abschnitt bis hier vorne bis Tarrant. Auf dem fahren wir. Den Rest der Strecke fahren wir nicht. So weit fährt nämlich die S3 nicht. So, Tür zu. Bremse lösen und abfahren. Und hinten dran schiebt die 143er. Da fliegt einem echt das Trommelfell weg. Sehr schön. Schön, schön, schön. So, Freital-Potschappel in 3 Kilometern. Sind ein bisschen zu schnell, aber jetzt dürfen wir eh 80 fahren, also passt das schon. Bisschen Leistung rein, denn wir fahren bergauf. Ach, Dresden-Chemnitz immer wieder eine richtig, richtig schöne Strecke, ne? Fahren wir auch eigentlich viel zu selten. Über die ganze Länge. Müssen wir mal wieder machen. So, ab hier dürfen wir jetzt gleich 100 fahren, also schon mal Leistung rein. Unser Zug ist kurz, heißt also, wir dürfen jetzt schon 100 fahren. Und einmal ordentlich hoch mit der Leistung. Auch schön hier diese Brücke. Sehr markant als Bauwerk. Das T wird wohl für Tarrant stehen. Schön, immer wieder schön. 1,6 Kilometer noch. Fahrzeit heute sind ungefähr 20 Minuten. So, dann können wir jetzt schon mal langsam runtergehen mit der Geschwindigkeit, den Zug ein wenig auslaufen lassen und bremsen. Schauen, dass wir mit 60 ungefähr am Bahnsteigsanfang sind. Wie immer das gleiche Spiel. So, lösen wir die Bremsen nochmal. Und können jetzt anfangen, gescheit zu bremsen. Ah, das klingt so gut, ne?
Herrlich. Auch neue Türsounds. Schon mal die Bremsen ein bisschen lösen. So, Bremsen komplett lösen. Türen schließen. Und dann fahren wir pünktlich ab. Genau, 46 ist die Abfahrt und es ist 46. Hoch auf die 110, die wir fahren dürfen. Unsere 143 kann... Wie schnell darf die 143 nochmal fahren? Die fährt... schön. Wir haben hier ein paar von diesen Reko-Wagen. Wusste ich gar nicht, dass sie hier auch abgestellt sind. Sehr schön. Genau, hier haben wir die Schmalspurbahn. Ne, das ist auch Normalspur. Die Schmalspurbahn ist dort, die endet da einfach. Freital Däuben in 1,6 Kilometern. Wir dürfen 110 fahren. Das machen wir auch. Gucken wir mal, dass wir schnell auf die Leistung hochkommen, auf die Geschwindigkeit. Ruhig ein bisschen mehr Leistung rein. Mehr als 20 kN pro Fahrmotor wird eh nicht reingegeben. Und jetzt haben wir noch weniger als 1 Kilometer. Nehmen die Leistung raus. Es geht eh bergauf. Wir werden ein bisschen langsamer. Und fangen mal an zu bremsen. Da vorne ist auch schon der Bahnsteig. So, 60 am Bahnsteigsanfang. Passt perfekt. Und jetzt mal ein bisschen schneller runter mit der Geschwindigkeit. Das müsste so passen mit der Bremse. Jawohl. Auch ein bisschen auslösen. Damit wir nicht zu hart zum Stehen kommen. Und anhalten. Butter. Gut, wir hätten ein bisschen weiter hinten, glaube ich, halten können. Ja, weil da hinten, da ist der Treppenaufgang. Ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft, wenn man schnell hier runterlaufen muss. Aber naja. Ah, was ist das denn? Das ist... Ist das Schmalspur? Sieht ein bisschen danach aus, ne? So. Türen können wir jetzt schließen. So, das sieht doch sehr gut aus. Bremsen lösen. Bremse löst sich. Und wir schalten Leistung auf. Kommt uns ein Kollege entgegen. Und wir dürfen 100 jetzt gleich fahren. Ab da vorne gelten 100. Freital Heinsberg in weniger als einem Kilometer. Können schon mal die Leistung ein bisschen rausnehmen. Abschalten. Und hier vorne ist Freital Heinsberg. Rechts mit den Reko-Wagen, mit den Schmalspurwagen, die hier für die Museumseisenbahn genutzt werden. Mit einer Schmalspur-Dampflok, die hier ebenfalls unterwegs ist. Okay, wir sind ein bisschen zu schnell. Ein bisschen drüber.
haben. Man kann immer noch mit der im hinteren Wagen aussteigen. Gucken uns einmal kurz hier um, weil wir auch genug Zeit haben. Genau, hier sind halt die Schmalspurwagen. Diese tollen Rico-Wagen. Sehen so ein bisschen aus wie Donnerbüchsen, sind aber, glaube ich, keine. Die haben auch so einen angedeuteten Innenraum. Der ist vermutlich nicht extremst gut ausgestaltet. Deshalb sieht er auch innen so dunkel aus. Aber ist ja auch vollkommen okay. Es geht ja um das Außenmodell. Und das fand ich schon immer cool, dass wir hier einfach zusätzlich diese Wagen bekommen haben. Hier in Freital-Heinsberg beheimatet. 14 Tonnen beladen. 14 Tonnen beladen? Die kann man leider nicht in irgendeiner Form interaktiv auseinanderkuppeln oder aneinanderkuppeln. Wir haben es auch schon mal versucht, zusammen mit einem Zug, mit irgendeiner Lok haben wir die schon mal versucht zu kuppeln, aber das klappt leider nicht. So, Bremsen werden gelöst. Und wir fahren ab. Jetzt. Pünktlich auf die Sekunde, genau. Da steht auch noch ein Wagen. Wir dürfen 100 fahren. Nächster Halt Freital-Heinsberg West in einem Kilometer und 300 Metern noch obendrauf. Richtig schön die Gegend, oder? Also hier oben irgendwie so ein Haus zu haben. Züge gucken. In der Natur wandern, ja, nicht schlecht. Die Großstadt ist auch nicht so weit weg. So, Bremsen. Hinter der Kurve ist nämlich schon Freital-Heinsberg West. Die Schmalspur geht hier links ab. Und wir halten hier an. Schön, die Leute warten alle außerhalb des markierten Bereichs. So muss das. Wir halten hier vorne an beim Treppenaufgang, damit die Fahrgäste direkt einsteigen können. Das ist doch mal ein bilderbuchmäßiger Halt. Oder? So, ein bisschen gegen das Rollen. Hier die Lokbremse. Wir haben noch eine Minute, dann müssen wir los. Können uns hier mal ganz kurz umgucken. Danach folgt die RB30 nach Zwickau. Hier kommt die S3 in Gegenrichtung. Sowie die RB30 in Gegenrichtung. Ja, was gibt es hier so in Freital-Heinsberg West? Natur. Fluss. Ja, Landwirtschaft, Fußballfeld, vielleicht eine Schule hier. Türfreigabe, Türfreigabe, Türfreigabe. So. Lokbremse lösen. Lokbremse ist gelöst. Und wir fahren ab. Nächster Halt und letzter Halt heute dann Tarant. Und um das zum Schluss jetzt hier nochmal zu erwähnen, ein Soundmod vom Justus ist drauf. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Großen Dank an Justus. Link dazu in der Videobeschreibung natürlich nur für den PC, nicht für die Konsole.
Und wir haben hier eine 90 angekündigt. 1000 Hertz ist nicht aktiv, aber hier vorne wird er aktiv sein, denn wir haben jetzt Halt zu erwarten. Das Signal müssen wir bestätigen, drücken auf PZB wachsam. Genau, haben hier die V-Überwachungsgeschwindigkeit von 85. Die haben wir schon unterschritten, also alles gut. Das ist aber eine echt kurze Linie, oder ne? Die S3 hier, von Tarant nach Dresden und wieder zurück, immer wieder hin und her, das ist echt nicht viel Weg. Kann man ja fast mit dem Fahrrad fahren. Wenn es gute Fahrradspuren gäbe. So, Ankündigung auf 60, bestätigen wir auch. Genau, 1000 Hertz ist wieder aktiv. Und der 500er wird auch aktiv sein. Und zwar der Magnet, an dem wir jetzt hier vorbeifahren. So, 500 Hertz ist aktiv. Wir bestätigen nochmal. Und müssen jetzt hier vorne halten. Und kommen genau pünktlich an. So muss das doch sein, oder? So, wir halten an. Fahren wir noch ein bisschen vor bis zum H-Signal, bis zur H-Tafel. Und jetzt einmal reingebremst. Und Türen auf. Und damit verabschiede ich mich von euch hier aus Tarant. Großen Dank an Justus, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.